unseren Kameraden Tobias Kostio, der am Donnerstag verstorben ist, ein ehrendes Gedenken und eine kurze Gedenkminute zu ermöglichen. Tobias hat im Alter von 12 Jahren in unserer Jugendfeuerwehr seinen Dienst begonnen. Er hatte seine Grundausbildung absolviert und sich zum Truppenführer und zum Leiter Armenschutz erfolgreich qualifiziert. Familiäre Gründe zwangen ihn vorübergehend nach Kronach zu ziehen. Du warst und bleibst ein Teil von uns. Lieber Tobias, du wirst in unseren Herzen weiterleben. Bleib tief in die ewige Ruhe. Fahrzeuges vornimmt. Sehr geehrter Pfarrer, vielen Dank und vergesst Gott schon im Voraus.
begrüße natürlich die Jubelwehr, kann man sagen heute. Es ist zwar kein Jubiläum, aber ein großer Tag für die Stadt Gießen der Feuerwehr. An der Spitze die Kommandantin Kerstin May und der Vorstand Stefan Kirsch, die viel geleistet haben und noch leisten für unsere Feuerwehr. Von der kommunalpolitischen Seite begrüße ich recht herzlich meinen zweiten Bürgermeister Bruno Beiernutzer. Er ist als Roter Teufel im Ausschank aktiv. Ich freue mich, dass der Markus Knärkel hier ist, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion. Ich begrüße recht herzlich den Marktgemeinderat Frank Haug, Andreas Müller, Jürgen Eckert und den Jürgen Deuerling, der als Fraktionsvorsitzender der SPD anwesend ist, die Brigitte Geiger und unser Richard Raum. Seid uns recht herzlich willkommen. Ich freue mich, dass die Kreisbrandinspektion zahlreich anwesend ist. An der Spitze unser Freund, Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger mit seinem KBI Ulrich Müller, unser zuständiger Kreisbrandmeister Hans Stumpf und aus der Nachbargemeinde aus Wilhelmsthal der Frank Fischer. Seid uns herzlich willkommen. Ich begrüße die Feuerwehr natürlich erstmals von der Großgemeinde Steinwiesen aus Neufang, Lohn und Birnbaum. Bei den anderen Feuerwehren muss ich jetzt aufpassen, dass ich keine vergesse. Ich sage, seid gegrüßt. Ich weiß, Steinberg ist hier. Sie aufpassen. Kronach ist hier. Mark Rudach ist da. Nordhalben aus dem Rudachtal. Zeiern ist da. Wir haben ein großes Fest. Da wünschen wir euch schon jetzt ganz viel Glück und gutes Wetter. Geroldsgrün. Mark Rudach. Großheirat. Und die Schlacht, oder? Wenn ich jemanden vergessen habe, kriegt der extra Maß, kommt später auf mich zu. Ich freue mich ganz recht herzlich, dass von der Firma Magirus der Mario Taumer hier ist. Er ist ja der Ansprechpartner gewesen für die Anschaffung dieses kleinen Fahrzeuges. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Freiwillige Feuerwehr Steinwiesen ist heute ein großer Tag. Die Übergabe des neuen Fahrzeugs wurde bereits vollzogen. Heute wird das Fahrzeug eingeweiht, da wir ohne Gottes Segen das Fahrzeug nicht zum Einsatz bringen wollen. Nach der Einweihung gilt es, die Übergabe heute natürlich hier entsprechend mit dem kleinen Feuerwehr-Sommerfest zu feiern. Verehrte Festgäste, in folgenden Zitaten kann man den Weg von der Idee bis zur Verwirklichung zusammenfassen. Was das Leben ausmacht, sind nicht die Ziele, sondern die Wege zum Ziel. Oder? Weit ist der Weg vom Vorhaben bis zum vollendeten Werk. Ich denke, diese Zitate zeigen, dass die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Steinwiesen dementsprechend gehandelt haben. In gemeinsamen Besprechungen wurde schließlich der Weg einer Finanzierung aufgezeigt. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Großheirat und Bullenreuth konnten zusätzliche Zuschüsse generiert werden. Nach der Vorstellung des Fahrzeugkonzeptes im Gemeinderat wurde die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges umgesetzt und die Kosten in den Haushalt eingestellt. Mein Dank gilt heute der Kommandantin Kerstin May mit ihrem Team für die Unterstützung bei diesem Prozess. Gleichzeitig haben wir auch die technische Ausstattung der Fahrzeuge diskutiert. Enge Absprache mit der Regierung für Oberfranken, der Kreisbrandinspektion und vor allem der Führungsmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Steinwiesen haben wir uns dazu entschlossen, das Fahrzeugkonzept, welches uns vorgelegt wurde, umzusetzen. Nachdem die Feuerwehr auch zugesichert hat, dass genügend Fahrer, da braucht ja den Führerschein Klasse Alt, heute noch zwei, dass diese Fahrer zur Verfügung stellen, hat der Marktgemeinderat den Auftrag erteilt. Ein paar Worte zu den Kosten, nicht erschrecken, es sind keine Millionen. Gesamtkosten der Maßnahme 293.000 Euro. Zuschüsse gab es 85.000. Gleichzeitig wurde ja auch eine neue Tragkraftspitze mit angeschafft. Das alte Fahrzeug wurde für 6.500 Euro verkauft, sodass für den Markt Steinwiesen 201.000 Euro an Eigenmitteln bereitgestellt wurden. Viele werden sagen, viel Geld, aber hier vorne können Sie lesen, auch die Feuerwehr, der Verein unterstützt die Gemeinde mit Anschaffungen, so wie es, denke ich, in vielen Vereinen im Landkreis Kronach der Fall ist. Und dafür, Herr Stefan, dir stellvertretend als Vorsitzender ein herzliches Vergeltskopf. Ein paar Worte zum zeitlichen Ablauf. Was lange wird, wird eigentlich gut. Im Jahr 2015 kam der erste Antrag der Feuerwehr Steinwiesen auf die Beschaffung, für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für das LF8. Es wurde dann das Fahrzeugkonzept vorgestellt im Marktgemeinderat im Jahr 2016.
2017 hatte man die Kontaktaufnahme mit Großheirat und Pullenreuth gemacht. Schließlich wurden 3 Fahrzeuge baugleich angeschafft und dadurch 10% mehr staatliche Förderung gegeben. Die Freischaltung eines Ingenieurbüros für die Ausschreibung, das musste der Büroarbeit ausgeschrieben werden, haben wir dann eingeleitet. Bei der Regierung von Oberfranken wurde am 1.8.2017 der Zuschuss eingereicht. Im Januar 2018 wurde die Ausschreibung im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht und 2018 kam es dann zur Auftragsvergabe durch den Marktgemeinderat an die Firma Markius. Am 27.02.19 war das Fahrzeug fertig, wurde abgeholt und in Steindiesel entsprechend auch empfangen, liebe Kommandantin. Für die Westgäste, wie Sie aus den Zahlen sehen, hat der Markt Steindiesel trotz kleiner finanzieller Probleme sich seiner Verantwortung für die Bürger gestellt und diese Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Und dies nicht nur, um den Wünschen der Feuerwehr gerecht zu werden, nein, es geht hier um die Anschaffung eines Fahrzeuges, das haben unsere Bürger im Steindiesel, aber auch darüber hinaus schützen soll. Dies war allerdings auch unmöglich, und da möchte ich darauf hinweisen, meine Marktgemeinderattacken, weil wir stets in Steindiesel nach unserer Prioritätenliste wirtschaften und investieren, und das haben wir auch durchgehalten. Verehrte Gäste, ich möchte mich abschließend bei den Führungskräften der Feuerwehr Steindiesel recht herzlich bedanken. Sie sind die Kommandantin Kerstin May, die Stellvertreter Markus Ströhlein und Dominik Welscher und, wie ich schon gesagt habe, die Vereinsleitung und der Führung von Stefan Kirsch. Mein Dank gilt auch allen aktiven Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen für ihren wertvollen Dienst. Letztlich soll das neue Fahrzeug auch dazu beitragen, dass junge Menschen dazu animiert werden, den Feuerwehrdienst hier bei uns in Steindiesel zu leisten. Eine Aufgabe, die wir uns stellen, und ich hoffe, dass junge Leute auch entsprechend motiviert werden. Es zeigt sich, dass durch Geschlossenheit und Eigeninitiative einiges bewegt werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Verantwortung zu übernehmen, ist in der heutigen Zeit eine wichtige Aufgabe. Viele geben die Verantwortung weiter und sind nicht bereit, diese zu übernehmen. Dies geschieht schon auf den untersten Ebenen, in der Familie, in Vereinen, im Arbeits- und Berufsleben bis hin zu den Mächtigen der Politik und Wirtschaft. Liebe Westgäste, ich möchte an Sie alle appellieren, die Verantwortung, die Sie übernehmen können, auch zu übernehmen. Wer in der heutigen Zeit sich dieser Verantwortung entzieht, trägt auch dazu bei, dass unser Staatsgefüge, unsere Gesellschaft nicht mehr so funktionieren, wie es einmal der Fall war. Wir alle wollen das, aktive Bürger, die sich einbringen, und die Unterstützung der Kommunalpolitik dabei auch ist selbstverständlich. Aus diesem Grunde hat die Feuerwehr Steindiesel die Verantwortung für den Feuerschutz hier in Steindiesel und darüber hinaus übernommen. Und dafür, liebe Kerstin, liebe Stefan und das ganze Führungsteam, das hier rechts stolz vor den Fahrzeugen steht, herzlichen Dank. Ich wünsche der Freiwilligen Feuerwehr Steindiesel für die Zukunft alles erdenklich Gute. Das neue Feuerwehrauto soll dazu beitragen, dass wir im Sinne unseres Leitspruches Gott zu Ehre, dem Nächsten zu Ehre, den Menschen in der Großgemeinde Steindiesel darüber hinaus helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Dafür Dankeschön. Ich wünsche allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern, dass sie nach den Einsätzen immer wieder gesund zurückkommen in die Gemeinschaft der Feuerwehr. Packen wir es gemeinsam an, dann können wir vieles bewirken. Ihnen, verehrte Westgäste, wünsche ich heute noch einige frohe Stunden an unserem schönsten Platz, unserem Schatzkästchen der Gemeinde, hier vor Rathaus, Heimatmuseum und Kirche. Lassen Sie es gut gehen und ein Tipp, bleiben Sie, bis es dunkel wird, dann nimmt die Atmosphäre und die Stimmung zu, wenn ringsherum alles im Dampf ganz leicht Licht erstrahlt. Das vergessen Sie nie. Also, Sperrstunde ist aufgehoben, ab 11 Uhr wird es dunkel, dann können Sie Steindiesel in seinen vollen Zügen genießen und die Feuerwehr freut sich, weil ein Umsatz gemacht. Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Glück auf der Feuerwehr, dass wir weiterhin tüchtige Frauen und Männer haben, die Verantwortung für ihre Gemeinden, aber auch für unseren Staat übernehmen. Vergelt's Gott, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich darf nun Pfarrer Richard Rest bitten, die Segnung des Fahrzeuges vorzulegen. Diese Bitte unseres Bürgermeisters kommt mir sehr, sehr gerne nach. Herr Kitzwort, dass Sie nicht ohne Gottes Segen fahren wollen zum Einsatz und auf der
Die Gnade und der Friede Jesu Christi des Herrn sei mit euch. Ein neues, großes Fahrzeug, zwei Ziffern stehen an der Tür, 150, 320. Zwischen dieser, oder 15 und 320. Und zwischen diesen Zahlen sind lebenswichtige Dinge mit an Bord. Dinge, die Sie, unsere Feuerwehr, Männer und Frauen, richtig kennen müssen, damit es im Ernstfall gut geht. Für jeden, auch für Sie. Vergesst Gott, dass Sie diesen Dienst tun, dass ihr diesen Dienst tut, wenn ich an unsere Jugendfeuerwehren denke. Und vergelt's Gott, dass sie sich trauen, für andere sich nicht nur einzusetzen, sondern auch ihr Leben einzusetzen. Und dazu braucht man das dementsprechende Equipment. Und dieses steht hinter Ihnen. Strahlend, neu. Und Sie können stolz drauf sein, wie auch der Meilenstein Wiesen stolz drauf ist, Ihnen dieses Fahrzeug zu überlassen. Die Frau Kommandantin hat einen sehr, sehr schönen Satz in die Einladung hineingeschrieben, dass unsere Feuerwehr, so sie auch mit Herzblut dabei sind, nichts ausrichten können ohne die dementsprechende Ausrüstung. Wenn Sie, wie Sie geschrieben haben, Frau May, genauso hilflos wie wir alle, wenn es ernst kommt. Und dass das kein Zustand ist und dass Sie helfen wollen, möge Ihnen dieses Fahrzeug unter dem Segen Gottes dabei zunutze sein, Ihnen helfen, dass Sie gute Einsätze verrichten und hoffentlich brauchen Sie es noch nicht so schnell für den Ernstfall. Herr Jesus Christus, du bist der Herr, Kyrie Eleison. Christe Eleison, Kyrie Eleison. Im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher können wir lesen: Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe zugewandt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung geschenkt hat, tröste euch und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk. Beides brauchen Sie, das gute Werk und das gute Wort, das denen in Notsituationen hilft, aufrichtet und natürlich die gute Tat, die sie rettet. Das alles dürfen Sie im Namen unseres Herrn tun, unter dessen heiligsten Namen wir auch jetzt dieses Fahrzeug auf Sie stellen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Lasset uns beten. Himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott. Du hast den Menschen für ein Leben in Gemeinschaft geschaffen und zur gegenseitigen Hilfeleistung berufen. Dich bitten wir. Segne unser neues Fahrzeug. Dass wir durch seinen Einsatz dem Unfrieden wehren, Gefahren und Feuer abwenden und den Unglücksfällen helfen können. In allem Bemühen sei du unser Beschützer und Retter. Dich preisen wir durch Jesus Christus im Heiligen Geist in alle Ewigkeit.
sagen müssen, gehütet und gehalten und miteinander wollen wir für sie bitten. Gütiger Mann, schütze unsere Feuerwehr, die in diesem Fahrzeug Dienst bei ihrem Einsatz für die Mitmenschen vor jeder Gefahr. Wir bitten dich, bewahre uns alle vor Unglück und vor Katastrophen. Stärke alle, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Gib allen verstorbenen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden den ewigen Frieden in der ewigen Heimat bei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille. Unser Gott, und lass uns deine Hilfe erfahren. Dich rühmen wir als unseren Schöpfer und den Lenker des Lebens. Erneuere in uns, was du geschaffen hast, und erhalte, was du erneuerst. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. So segne unsere Feuerwehr, alle hier Versammelten. Auf die Fürsprache aller seligsten Jungfrau Gottes Mutter Maria, des heiligen Erzengels Raphael, des heiligen Christophorus und des heiligen Florian, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist in den Reich unter den Frauen und in den Reich ist dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Gute Fahrt, Gott befohlen und Gott beschützt. Der große Augenblick, wo der große Schlüssel ins Schluss gelegt wird. Ich darf natürlich jetzt im Nachhinein noch die Steinwiesener Vereine recht herzlich begrüßen, die heute natürlich Platz eingenommen haben an der Parade vom Feuerwehrhaus nach Steinwiesen, die Konkordia, den Sportverein Steinwiesen, den Kriegerverein, den Musikverein natürlich. Diesmal unter Leitung meines Marktgemeinderates, ich darf nicht vergessen. Andreas Müller habe ich schon gesagt, alle zweimal ist besser wie keinmal. Lieber Andreas, danke auch an die Musik für die musikalische Begleitung. Dann darf ich dir, liebe Kerstin, ganz offiziell den Schlüssel übergeben.
gesponsert von der Firma Magirus, der Dauber. Dankeschön. Besteht drauf, Fahrzeugreihe am 6.7.2019, LF10. Was das bedeutet, erfahren Sie aus kompetenten Mund, Kommandantin, nehme ich an, bei Ihrer Rede dann zum Schluss, was alles in dem Fahrzeug ist, was man damit machen kann. Aber offiziell darf ich den Schlüssel übergeben. Liebe Kerstin, unfallfreie Fahrt allen Feuerwehr, Frauen und Männern. Und ich hoffe, dass das Fahrzeug so lange hält. Jedes die alte immer, 30 Jahre, das muss halten. Ne? Aber zwischenzeitlich kommt da vielleicht noch ein neues dazu. Herzlichen Dank und ich übergebe offiziell. Willkommen heißen. Ich freue mich über zahlreiche Besucher aus nah und fern. Besonders begrüßen möchte ich unseren Gastgeber, unseren Bürgermeister und stellvertretenden Landrat Gerhard Hundert. Unsere Mitglieder der Kreisbahninspektion, allen voran Herrn Kreisbahnrat Joachim Ranzenberger,
sowie KBI Hans-Ulrich Müller, Hans Stumpf, Frank Fischer. Auch euch herzlich willkommen. Ganz besonders begrüße ich auch unsere Roten Teufel, allen voran unser Ehrenmitglied Gerhard Welsch. Ein herzliches Willkommen auch unseren Mitgliedern des Maigemeinderates. Ebenso begrüße ich unseren Pfarrer Herr Richard Weiß und bedanke mich gleichzeitig für die wunderschöne und würdevolle Gestaltung der Fahrzeugsegnung. Vielen Dank. Alle Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aus den umliegenden Ortschaften als auch den benachbarten Landkreisen heiße ich ebenso herzlich willkommen. Unser Ortsvereine, allen voran unserer BRK-Bereitschaft, sage ich ebenfalls ein herzliches Grüß Gott, stellvertretend für die vielen anderen Vereine, die heute ebenfalls mit anwesend sind. Und last but not least begrüße ich Sie, liebe Festbesucher, die Sie mit Ihrer Teilnahme die Wertschätzung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zum Ausdruck bringen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und lade euch ein paar schöne Stunden mit uns zu verbringen. Sicherlich hat jeder von Ihnen schon einmal privat ein neues Fahrzeug gekauft und weiß, wie schwer es ist, ein passendes Gefährt für sich zu finden. Seien Sie versichert, dass es noch weitaus schwerer ist, ein geeignetes Feuerwehrfahrzeug zu finden, das den Anforderungen der Feuerwehr entspricht und gleichzeitig auch den Anforderungen des Schutzbereiches. Dass die Feuerwehr Stalinisen mit einem Fahrzeugalter von durchschnittlich 30 Jahren irgendwann einmal neue Fahrzeuge brauchen wird, ist sicherlich in den letzten Jahren kein Geheimnis gewesen. Einen letzten Impuls zum Anstoß der Ersatzbeschaffung bekamen wir, als wir zu einer der größten Brandkatastrophen in Oberfranken alarmiert wurden und kurz nach Wallenfels mit unserem alten LF86 wieder einmal liegen geblieben waren. Wir haben uns über die Jahre hinweg zwar damit arrangiert, dass uns das Vorgängerfahrzeug immer mal wieder im Stich gelassen hatte, wenn es drauf ankam, aber damit sollte jetzt endgültig Schluss sein. Es gab ja schon Bemühungen, ein zukunftsträchtiges Fahrzeugkonzept aufzustellen und so wurde dieses Projekt ins Leben gerufen. Es wurde ein dreistufiges Konzept im Gemeinderat vorgestellt, welches die Ersatzbeschaffung unserer Großfahrzeuge auf den Pfad bringt. Nachdem wir grünes Licht für die Ersatzbeschaffung bekamen, gründeten wir ein Projektteam, das sich vorwiegend um die Auswahl des neuen Fahrzeugs kümmerte. Durch unsere guten Kontakte nach Ulm zur Firma Magios wurden wir letztlich vom EC-Line-Konzept restlos überzeugt. Ein Fahrzeug von der Stange, wenn man so will, das alles hat, was ein Feuerwehrfahrzeug benötigt. Freie Fahrgestellwahl, Allradantrieb und dazu noch voll beladen. Keine Überlegungen, welcher Ausrüstungsgegenstand in welchem Geräteraum sitzen soll. Keine Überlegungen, was alles auf das Fahrzeug muss, denn das ist bereits geplant. Ein Fahrzeug nach dem, das alles hat, was man braucht. Das sind die EC-Line-Fahrzeuge der Firma Magirus. Durch die Serienbauweise dieser Fahrzeuge ist der Kostenvorteil nicht von der Hand zu weisen. Nachdem alle Fakten zusammengetragen und diverse Angebote vorlagen, war schnell klar, dass für uns das LF10 EC-Line der Firma Magirus die beste Alternative ist. Durch einen glücklichen Zufall konnten wir auch umgehend einen Ausschreibungspartner mit der Feuerwehr Großheirat finden. Lieber Jens, ich danke dir an dieser Stelle schon mal für die überaus angenehme Zusammenarbeit. Die Planung und Ausführung der Ausschreibung wurde durch Herrn Wattenbach vorgenommen. Ein herzliches Vergeltwort auch an Sie für die hervorragende Ausarbeitung der Ausschreibung und die äußerst unkomplizierte Durchführung. Während der Projektzeit wurden wir durch den Mario Tauber von der Firma Grundbauer beraten und unterstützt. Lieber Mario, du hast viele Sachen ermöglicht, die eigentlich gar nicht möglich gewesen wären. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit dir. In der
Baubesprechung im vergangenen Jahr wurden die letzten Details verschoben und nach gut 7 Monaten Lieferzeit konnten wir endlich das neue Fahrzeug in Ulm abholen. Liebe Mitbürgerinnen und Bürger, mit diesem Fahrzeug können wir nun endlich wieder ohne Angst liegen bleiben zu müssen, Ihnen zur Hilfe eilen. Denn nicht die Feuerwehr hat ein neues Fahrzeug bekommen, die Bürgerinnen und Bürger des Marktes Steinwiesen haben dieses Fahrzeug erhalten, damit wir, die aktiven Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Ihnen effektiv helfen können, wenn wir gebraucht werden. Uns ist bewusst, dass man mit den rund 300.000 Euro, die das Fahrzeug gekostet hat, auch viele andere Projekte im Markt Steinwiesen hätte umsetzen können. Aber Leben retten kann man nicht mit Dorferneuerung und auch nicht mit neuen Straßen. Bei all der Freude dürfen wir nicht vergessen, dass die Fortführung der Ersatzbeschaffung für die Feuerwehr Steinwiesen auch in den nächsten Jahren oberste Priorität haben muss. Rüstwagen und Tankwerksfahrzeug haben beide ein staatliches Fahrzeugalter von 35 Jahren und entsprechend viele kleine und auch größere Macken. Zielsetzung ist es, bis zum Jahr 2021 ein neues HLF in Dienst stellen zu können, welches ein vollwertiger Ersatz für die beiden Großfahrzeuge sein soll. Mit Hilfe von Spenden haben wir mit unserem Feuerwehrverein seit jeher den Markt Steinwiesen unterstützt, wo wir noch konnten. Zusätzlich zu dem Zuschuss durch den Freistaat Bayern wird durch unseren Feuerwehrverein in diesem Jahr Ausgaben in Höhe von ca. 5.000 Euro für wichtige Anschaffungen übernommen. Wir werden demnächst die defekte Hallenbeleuchtung im Gerätehaus in Eigenleistung austauschen. Einen neuen Hochdruckreiniger zur Fahrzeugpflege haben wir bereits angeschafft. Sollten noch ein paar Euro übrig bleiben, dann werden wir auch endlich für den Austausch der kaputten Eingangstür in Feuerwehr sorgen. Für unser Neigungsfahrzeug haben wir 2013 ebenfalls schon rund 10.000 Euro zugesteuert, was wohl ein Drittel der Gesamtkosten war. Den Rüstwagen, der vorne steht, haben wir damals gebraucht gekauft. Den Kaufpreis hat in voller Höhe der Verein getragen. Wen es interessiert, wir haben vom Tanklaschfeld-Fahrzeug ein Roll-up stehen, wo die Ausgaben des Vereins und Zuschüsse in den letzten Jahren aufgeschlüsselt sind. Dies ist nur möglich, da unser Verein vor allem durch unsere Feste und auch durch großzügige Spenden ausreichend Finanzmittel erwirtschaften kann. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit Ihren Spenden haben Sie über die vergangenen Jahre eine deutliche Wertschätzung der Feuerwehr gezeigt und wir dürfen uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Bei unseren ortsansässigen Firmen und Geldinstituten bedanken wir uns ebenfalls für die fortlaufende finanzielle Unterstützung. Einen ganz besonderen Dank richte ich auch an unsere aktiven Kameradinnen und Kameraden sowie an das Führungsteam und an die gesamte Vereinsleitung für eure Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Ich bin stolz darauf, eine Mannschaft wie euch zu haben. Innerhalb von 4 Wochen haben wir rund 1000 Ausbildungen abgeleistet, um die Einweisung für das neue LF10 über die Bühne zu bringen. Das ist wirklich eine spitzenmäßige Leistung. Nur eurem Engagement ist es zu verdanken, dass wir das Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit in Betrieb nehmen konnten. Herzlichen Dank auch an meine Co-Ausbilder. Nur gemeinsam sind wir stark. Damit heute alle reibungslos klappt, war auch in den vergangenen Wochen viel zu erledigen. Viele fleißige Helferlein sind heute im Einsatz, um die Gestaltung des Sommerfestes zu übernehmen. Ob aktiv, passiv, Rudel, Dolch oder Jugendfeuerwehr, alle ziehen an einem Strang. Vielen Dank dafür. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Gerhard, ich möchte es natürlich nicht versäumen, mich auch bei dir und bei Rainer Deuling zu bedanken für die äußerst reibungslose und angenehme Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind.
verbringen Sie nun noch ein paar schöne Stunden mit uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich schließe mit unserem Wahlspruch: Gott zur Ehre, dem Nächsten zu Wehr. Kameraden, besonders die der Feuerwehr Steinwiesen.
ein neues Löschfahrzeug in den Dienst stellen, ist für jede Feuerwehr ein besonderes Ereignis und gleichzeitig auch in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Erst heißt es ein Konzept entwickeln, dann planen, dann die Entscheidungsträger überzeugen und dann den richtigen Partner im Rahmen der Ausschreibung für die Umsetzung finden. Das alles habt ihr hervorragend gemeistert und heute ist es soweit. Dieses Löschgruppenfahrzeug LFC ist gesegnet worden und damit offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Bevölkerung der Markengemeinde Steinwiesen darüber hinaus erhält somit ein Mehr an Sicherheit im Brandschutz und zur technischen Hilfeleistung. Euer Partnerverein, die Freiwillige Feuerwehr Neupahn, wünscht euch, dass ihr mit diesem Fahrzeug immer gute Hilfe leisten werdet und stets gesund an den Standort zurückkehrt und vor allem auch nach Hause zu eurer Familie. Und dass selbst ein Fahrzeug nie hundertprozentig für dieses Betrieb ausgestattet ist und das ein oder andere bestimmt noch ergänzt werden kann, dazu haben wir euch eine Spende mitgebracht für eure Feierlichkeiten hier zum Sommerfest. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen bei der Kommandantschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Badenfeuerwehr aus Neupahn. Sonst noch ein Grußwort gewünscht? Jawohl, hier kommt jemand zu mir. Bitte erst mal heiraten. Jawohl, habe ich schon gedacht. Komm, Brücke, Dialekt kriegen. Sinnvoll einzusetzen. Ich kann für den Marktstand Wiesen sagen, uns ist es gelungen, trotz
nicht optimale Finanzausstattung. In allen Bereichen, das Finanzprogramm, Dörferneuerung, Städtebausanierung, Feuerschutz, in allen Ortsteilen gibt es neue Feuerwehrautos und auch entsprechende Gerätschaften, Feuerwehrgerätehaus in Neufang, werden wir den Anbau schaffen, dort im Bereich des Gerätehauses. Ist es uns gelungen, die Gemeinsamkeit durch faire Gespräche, nicht hintenrum, sondern von Auge zu Auge, die Dinge anzugehen und letztlich, wie ich am Anfang gesagt, führt dieser Weg immer zum Erfolg. Das wünsche ich uns allen miteinander, dass wir gemeinsam den richtigen Weg finden und dann sind alle zufrieden, die Bürgerschaft, die Feuerwehr, der Bürgermeister, der Marktgemeinderat. In diesem Sinne darf ich Sie natürlich dann einladen nach unserem neuen Motto, Steinwiesen ist gastfreundlich, das wollen wir Ihnen heute beweisen, diese Gastfreundschaft hier im schönen Ambiente auch zu pflegen. Die Steinwiesener sind wirklich gastfreundlich, das werden Sie merken, wenn Sie 5, 6, 7 Stunden hier verweilen, kommt die Gastfreundschaft von ganz alleine. Uns allen heute einen schönen Nachmittag, das Wetter stimmt noch, die richtige Biergartenstimmung und ich hoffe, dass Sie lange da bleiben. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und nach dem Marsch der Musik geht es zum gemütlichen Teil. Da wünsche ich natürlich guten Appetit. Der Curryburger steht noch hinten in diesem Wagen, wo es zu essen gibt, die waren auch schon drauf. Und das Bier ist gekühlt, die roten Teufel können schon vorzapfen, damit wir gemeinsam dann auf das gelungene Fahrzeug, auf das Werk, haben anstoßen können. Die Kerstin bei uns haben die Frau des letzten Mal. Ganz kurz noch was zur Organisation. Wir haben eigentlich für alle Feuerwehren irgendwo reserviert, Schilder auf den Tischen aufgebracht. Da wo Leute sitzen, rutscht einfach einmal zusammen, weil wir haben für jeden Gast irgendwo noch Platz. Falls der Platz gar nicht lang, stellen wir einfach nochmal Garnituren auf, kein Problem. Ich habe leider vorhin eins total vergessen, mich beim Musikverein Steinwiesen zu bedanken. Deswegen mache ich das jetzt noch zum Schluss. Ich denke, das ist ein besonderer Applaus wert. Der Musikverein Steinwiesen hat extra für diese Veranstaltung heute den Marsch Mein Heimatland genannt. Habt ihr gut umgesetzt, habe mich sehr gefreut darüber. Vielen Dank. Schlusswort, jetzt endgültig. Schöne Stunden. Der Fehler. Also, ich stelle die Position weg, den Bach.